das alternative fotografische Solo. Staffel 3. Die Wurst kommt nicht zum Hund. Aus dem fehlenden Eichertal. Mit Matthias von Schramm. Aus dem fehlenden Eichertal. Aus dem fehlenden Eichertal. Solo 44 oder 45? 45. Mein Name ist Matthias von Schramm. Ja, heute geht es um eine Milchmädchenrechnung. Ein Weihnachtsbild, etwas verspätet, von Milchmädchen. Ich sollte das besprechen und ich werde es besprechen. Man muss gar nicht so viele Worte finden. Man muss sich mit dem Werk des Milchmädchens auseinandersetzen. Es ist viel und seitig. Frohe Weihnachten heißt das Bild. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Umgebung des Weihnachtsmannes auf diesem Schwarz-Weiß-Foto, auf diesem besonderen Schwarz-Weiß-Foto, ob das alles so immer schon so war oder ob dort im Nachhinein, man weiß es halt nicht. Ne? Ich bin mir da nicht sicher. Dennoch hat das Bild einen ungewöhnlichen Charme. Es hat, sagen wir mal, die Tiefe von Reiselust, ja, und das ist gut. Es ist einerseits eine sehr sommerliche Angelegenheit und andererseits eine Weihnachtsmann-Angelegenheit. Auf dem Bild erkennt man eines ganz deutlich. Es handelt sich um einen ziemlich coolen Weihnachtsmann. Nicht nur, dass er dass die Bommelmütze wirklich sehr modisch nach vorne gerichtet ist, also sehr positiv, und er letztendlich offensichtlich Karten spielt, pokert, also im Urlaub sich befindet, seine Hand ganz cool hält, irgendwie eine coole Sonnenbrille trägt. Nein, auch dass seine leicht behaarte Brust deutlich zum Vorschein kommt. Wir sehen hinten Flamingos. Wir sehen diese typischen Laternen, die sich am Meer befinden. Palmen sehen wir nicht, glaube ich. Aber es ist trotzdem, ne, so insgesamt einfach eine Komposition von ausgesprochener Intelligenz, die letztendlich auch natürlich das Weihnachtsfest in gewisser Weise nicht nur transportiert, sondern auch karikiert, würde ich sagen. Ja, das wollte ich zum Foto sagen. Eine Sache noch, Arno M. hat jetzt, glaube ich, den Dietmar rausgeschmissen. Er hat kein Geld mehr. Aber ich glaube, dass er irgendwie auf dem Weg nach Hamburg zurück ist, trampend oder keine Ahnung. Wir werden sie auf dem Laufenden und euch auch halten. Und
ja, ich sage dann quasi Bescheid. Schickt mir Fotos und tschüss.